Jawohl, jetzt sind wir aber da. Jetzt sind wir aber da. Und herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV, zum MotoGP-Tratsch vom Sachsenring. Ich habe mich heute ein bisschen in Schatten gesetzt. Also indirekte Beleuchtung. Das ist ein Wahnsinn in der Bude, da hat es glaube ich 36 Grad. Schaut, das zeige ich euch noch. Das ist neu von Rauch. Und ich meine, das ist jetzt, natürlich ist es größer wie so ein Smoothie. Iron Heart gibt es ja nicht mehr. Aber das hat ein bisschen diese Flaschen, das ist so ein Maxi-Smoothie. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, ist eh schon das zweite, was ich habe. Weil das werde ich heute aus der Flasche pippeln, weil ich habe einen echten Flüssigkeitsbedarf. Und es reißt die Viere, ist eh klar, dass er das Viere reißt. Und ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe heute Moto 2 und Moto 3 nicht gesehen. Das heißt, über das kann ich nicht reden, aber MotoGP habe ich gesehen und MotoGP war für mich was unvorstellbar Leimendes. Ich bin natürlich immer ein objektiver Berichterstatter und alles ist Pipi-Fein, aber bist du Depper, das hat mir taugt, dass der Marc Marquez endlich wieder gesagt hat, was er kann. Wahnsinn, wie der heute gefahren ist. Ich habe nicht zuschauen können, weil ich immer Angst gehabt habe, dass ich mir gedacht habe, jetzt stürzt er, jetzt wird er stürzen. Aber es sind diesmal nicht so viele, was vor der Radl abgegangen. Und er ist ein mächtiges Rennen gefahren. Der Marc Marquez mit der Repsol Honda. Und ich glaube, er hat zum 11. Mal in Folge am Sachsenring vollstreckt. Das ist natürlich schon, das ist ein echter Wahnsinn. Und bevor ich mir jetzt dort der Analyse widme, schau mal kurz rein bei die Kommentare, was dort ist. Na, irgendwie das, aber das schaffe ich auch noch, dass ich da mit den Knöpfen besser benannt bin. Kurt Nischler, hallo an die Gemeinde, Helmut Fischer, grüß euch, Duke von Octan, Cabrio Thunfisch, ja, wo er so, ja. Slowene, servus an alle, Albert Zellmeier, servus zusammen, Gerhard Wendel, juhu, der Marquez ist back, der King of Sachsenring, jawohl, Schubladen, Marc Marquez, der King of Sachsenring Space, Patrick Zonko, so war es bei mir auch, dachte er, übertreibt es einfach, ja, aber du, das ist ja wirklich, das ist eine so unfassbare Schräglage, so lang die da gefahren werden, ja, Uli Dankwart. Uli, wir sehen uns bei der Thunfischausfahrt. Das wird mörderisch. Und der Uli sogar King of Sachsenring MM93. Aber ich bin trotzdem Gelbkappe VR46. Ja, Uli, das ist ja ganz schwer in Ordnung. So soll es ja sein. Das wäre das, was leibend ist, dass man trotzdem sich für den King of Sachsenring freut, auch wenn man ein Gelbkappler ist. So soll es sein. So finde ich es ja ganz, ganz großartig. Wildcat Roy randaliert. Roy, da hast du aber recht. Heute wird randaliert. Und was man zum Beispiel extrem taugt hat, ja, Herbert Leimer Frisur passt fast. Ja. Ja. Ob die Frisur mich nicht wahnsinnig kümmern kann, wahrscheinlich steht mir so ein Schieblaufiger. Ist ja komplett wurscht. Nicht, dass wieder irgendeiner sagt, er ist stolz, dass er den Schiebel noch hat. Nein, aber ich habe ihn halt. Ich meine, ja. Ja. Mr. T-Frisur. Der Mr. T. Das ist der nicht geflogen ist, gell, vom A-Team. Der ist Leimand, ja. 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 Gerhard Wendel, ich war so froh, wie er durchs Ziel gefetzt ist. So, und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, weil zum Beispiel mir das wahnsinnig taugt, auch diese Ordner. Sachsenring ist ja Deutschland. Bis bei den Ordner, die haben sich auch wahnsinnig gefreut, dass der Marquez dort gewonnen hat. Und offensichtlich, nachdem er dort am Sachsenring schon so oft gewonnen hat, muss der dort irrsinnige Fans haben. Glaube ich, jetzt pass auf einmal, wo habe ich das denn?
Na, das mit die Ordner habe ich nicht. Das ist wurscht, dann sage ich euch das. Dann sage ich euch das. Ich meine, einfach ein Wahnsinn. Ja, und ihr seht es eh, und ich habe ja im Vorfeld schon ein bisschen eingelesen bei euch. Das sind jetzt einfach Screenshots von MotoGP.com. Ich habe das Rennen natürlich, jetzt muss ich schon sagen, natürlich auf MotoGP.com geschaut, weil ich ja dort, ich habe schon einmal so ein Hals gehabt, heuer am Anfang von der Saison, dass dieses Formel 1 im Servus TV übertragen wird und dass sie dann zum Beispiel, du jetzt keine Ahnung, gestern das Moto 2 Training nicht übertragen, das Qualifying, sondern, na die Formel 1, jetzt wollte ich gerade was Abfälliges sagen, das ist auch nicht notwendig, aber, also warte mal, die Webcam haben wir eine, ja. Ja, aber das sind so aufs Formel 1 Training umgesprungen und die haben wir müssen das Moto 2, müssen sie dann im Stream oder was anschauen, so quasi Zweiklassengesellschaft, zweite Liga. Das habe ich damals schon bei diesem DSF so unfassbar gehasst, dass die das so gehandhabt haben. Und jetzt handhabt das halt Servus TV auch so. Und heute ist halt so gewesen, dass bevor die Siegerehrung haben sie auf die Formel 1 geschalten. Bevor die Siegerehrung von MotoGP ist, schalten sie auf die Formel 1. Da raste ich natürlich aus. Das ist jetzt so, dass ich das dem Servus TV gönne ich das vollkommen. Es ist super, wenn sie Freude haben mit dem Formel 1. Und das Formel 1 werden sicher einfach mehr Leute schauen wie MotoGP, aber ich selber als kompletter MotoGP-Fan, ich akzeptiere das nicht, dass ich dort dann quasi jetzt sage, ja, nein, MotoGP, wenn MotoGP irgendwo die zweite Rolle spielt, na, dann kannst du schon abschwingen, dann haben sie es nicht verstanden. MotoGP ist das Wichtigste auf der Welt, also im Sinne des Rennfahrens. Da gibt es nichts, was wichtiger ist wie MotoGP. Und bei MotoGP.com, da ist halt so, die Engländer, die das kommentieren, für die ist es tatsächlich das Wichtigste. Und so soll es sein. Und ja, bin ich halt dort bei den Engländern. Jetzt ist allerdings so, dass ich mir jetzt dort ein bisschen ausgelernt habe und ein paar so Screenshots gemacht habe, wie zum Beispiel das da. Das war Wahnsinn. Gleich erste Kurven. Das ist so unfassbar gewesen. Das ist die erste Kurve. Ganz außen sieht man Sarko, Cattararo und innen eine ist er gestochen, der Marc Marquez. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dass das dann nicht ganz berührungslos abgegangen ist, sieht man super am zweiten Büdel. Da ist dann schon, da ist relativ klar, dass die Stiefelspitze vom Marquez und die Schulter vom Cattararo, dass sie die kurz berühren werden. Aber ich meine, das ist die erste Kurve. In der ersten Kurve nageln sie so eine. Ja. Und diese Screenshots, die habe ich halt, nachdem ich so einen Account habe bei MotoGP.com, hoffe, dass das in Ordnung geht. Das ist natürlich möglich, dass das jetzt rechtlich nicht in Ordnung ist, dass ich das für meine MotoGP-Analyse verwende. Bin mir nicht sicher, das müssen wir einfach ausprobieren. Ich finde es jetzt an und für sich nicht verwerflich, weil ich ja quasi über diese Rennserie rede. Man wird es sehen. Man wird sehen. Ich selber habe auf alle Fälle eine echte Freude und ich schaue das jetzt halt, eigentlich habe ich es heuer fast immer auf MotoGP.com geschaut. Ja. Eben, weil mich das so geärgert hat. Und jetzt kann man sagen, na gut, das ist ja wahnsinnig kindisch und das ist ja unglaublich, das ist ja Kindergartenniveau, das ist mir egal. Möglich ist Kindergartenniveau, aber ich halt zu denen, die sagen, MotoGP ist das Wichtigste, dort bin ich daheim. Und denen schaue ich dann zu. Ja, und ich meine, der Engländer war sowieso ein Wahnsinn. Ein wirklicher Wahnsinn. Da ist es so gewesen. Jetzt gehen wir hier rein. Nein, ich schaue noch kurz in die Kommentare und den Gedankengang, den da merke ich mir. Aber dass ich dort bei den Kommentaren nicht ganz hinten noch bin. Fink Beinlein, hast recht, Sonko. Bin froh, dass Servus TV das in Deutschland mit der Übertragung durchgezogen hat. Ja, eh. Ja. Ja. Im Brennraum ist das legal. Jawohl. Walke de Roy hat etwas abgespeckt. 4 Gramm. Ja, das ist klar. Bei dem Rennen, ich habe sicher auch Gewicht verloren. Bei mir, ja, da muss ich mehr verlieren wie 4 Gramm, dass man das merkt. Ja. MV12 sehr, sehr enttäuscht. Mag der nimmer.
Das ist der Maverick Vinales. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser war. Was mit dem Maverick Vinales, also was ich glaube, dass der packt das nicht, dass der Cartararo ja, in einer anderen Liga fährt. Da bin ich mir ganz sicher. Der hat einen neuen Teamkollegen und der fährt ihm einfach ganz normal über den Hörer. Dauernd. Der fährt ihm dauernd über den Hörer und das wird so einer, das wird er ganz schwer packen, glaube ich. Das wird er ganz schwer packen und dass du beim Rennfahren weit vorn bist, na, das sind solche Kleinigkeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil bei uns geht es ja immer nicht um Kleinigkeiten, sondern was ist das Gegenteil von Kleinigkeiten? Gibt es das? Gibt es da gar nichts? Ja, auf alle Fälle echt um große Sachen. Da geht es um große Zeitabstände und da kann man große Veränderungen durch eine Linienwahl oder keine Ahnung was herbeiführen. Und dort geht es eben einfach nur mehr um ganz, ganz feine Nuancen. Ganz, ganz feine Nuancen. Ja. Christoph Schneider, letzte Woche hat Servus TV Deutschland von der Superbike WM nur die letzten Runden gezeigt, da man lieber eine Tennissiegerehrung gezeigt hat. Ja, das Christoph Schneider, das verstehe ich, das habe ich Gott sei Dank nicht mit, das habe ich Gott sei Dank nicht mitgekriegt, aber ich verstehe, dass du einen Hals kriegst. Das ist, nein, und dann, ich weiß jetzt nicht, ob diese Superbike WM, da wird es auch wahrscheinlich so einen Sender geben, aber das MotoGP.com, das ist einfach so, da ist das Motorradl-Rennfahren, also da geht es um nichts anderes. Die machen das nur dafür und die brennen dafür und der denkt nicht an Formel 1 oder Tennis, nein, der denkt nur an die ganz wilden Hunde, die Motorradl-Rennfahren. Und der Simon, der hat ja dort den sie da hin und wieder einblenden dann, ist immer am Punkt, versteht diese Psyche dieser Rennfahrer irrsinnig gut und ja. Wurscht, ich habe es ein bisschen geärgert. Also ist egal. Ich meine jetzt nicht so, dass ich denen böse bin und ich verstehe es ja auch. Quote und so, das ist alles wichtig, das ist keine Frage. Aber mir ist halt auch was wichtig und jetzt schaue ich halt MotoGP.com. Jawohl. Der Seriöse sagt Großigkeiten, ja. Alles super, aber. Ja. Elementare Dinge. Es geht um. Das ist aber gut. Seriöser, das ist eigentlich gut. Ja. Ja. Herbert Leibander, die Regentropfen haben den MM93 beflügelt. Ja, und bei diesen Regentropfen, das war nämlich wirklich ein Wahnsinn. Also, was ich nicht vergessen möchte, weil das war mir auch. Das war mir wahnsinnig, das hat mir irrsinnig getaugt. Der Aleix Espargaró auf der Aprilia hat eine Runde lang geführt. Das war wirklich leibend. Und dann hat ihn der Marquez überholt, aber der Aleix hat ihn zurück überholt. Also das war einfach so, so leibend. Das habe ich ganz, ganz großartig gefunden. Und die Aprilia ist vorn angekommen. Aber wer halt heute richtig vollstreckt hat, war dieser Marc Marquez. Und dann ist gekommen diese ersten 5 Runden, das war eine relativ taffe Partie. Und dann hat es so ein paar Tropfen gegeben und es ist also ein Flag-to-Flag-Race. Also da schwenken sie dann, glaube ich, die weiße Fahne und dann heißt es, ob jetzt ist ein Flag-to-Flag-Race. Und da hat der Marquez hat auf einmal Feier gegeben, dass ich mir gedacht habe, bist du deppert, ja, keine Ahnung, was mit dem los ist, das habe ich nachher. Hat er das dann im Parc Fermé, hat er gesagt, ja, er hat gesehen, okay, da gibt es jetzt ein paar Tropfen, jetzt ist Zeit, dass man riskiert, jetzt muss man quasi sagen, wo der Bartel den Most holt, so in der Art, jetzt geht's. Und der ist gefahren wie ein Viech und wer noch gefahren ist wie ein Viech, das hast du auch gesehen, war der Oliveira. Also alle anderen haben so ein bisschen so eine leichte Unsicherheit aufkommen lassen und der Oliveira auf der Red Bull KTM, na der genauso. Der hat es ausgenutzt, diese leichte Unsicherheit der anderen und hat wirklich hart drauf gedrückt.
hat wirklich hart draufgedrückt und letztendlich ist es dann in dieser Phase, da hat dieser Simon Grafer was ganz, ganz Interessantes gesagt und das war aber, glaube ich, gar nicht ganz richtig, was er da gesagt hat, aber er hat gesagt, jetzt kümmert sich keiner mehr ums Reifenmanagement, weil sie sich ziemlich sicher sein, dass sie reinfahren müssen und mit den Regenraffen wieder rauskommen. Also jetzt müssen sie nicht mehr haushalten mit den Reifen und jetzt geben sie einfach Feier. Und wie der Marquez das dann nachher gesagt hat, ist das aber eher so gewesen, als ich der gedacht hat, jetzt trennt sie die Spreu vom Weizen. Jetzt heute drauf. Ja, und der Oliveira. Und bei dem Oliveira habe ich mir auch gedacht, ja, das ist halt, da siehst du halt dann diese echten Killer, die echten Rennfahrer. Und im Endeffekt waren es dann nur die zwei. Also einer von den zwei hat man gewusst, wird das Rennen gewinnen. Und der Marc Marquez hat zwar eigentlich immer sehr viel, er hat 2 Sekunden Vorsprung gehabt auf den Oliveira. Und dann hat es aber so eine Phase gegeben, eine relativ lange Phase, da ist dieser Oliveira in jeder Runde ist er um 2 Zehntel schneller gefahren. Und da hat man dann schon gedacht, die Kondition von Marquez und weiß ich nicht, und jetzt kommt er immer näher und wird er sich auf die Pappen legen. Und jetzt bin ich ein Österreicher und finde ja das muss man schon sagen. Das, was den Sprung, den KTM gemacht hat, den finde ich unfassbar geil. Also das ist ein Wahnsinn, dass das möglich ist, weil die sind jetzt wirklich in der Weltspitze angekommen. Ist ja nicht nur der Oliveira wahnsinnig gut gefahren, der war jetzt das dritte Mal hintereinander, glaube ich, am Podium, ein Rennen hat er sogar gewonnen, sondern auch der Brad Binder, der ist ja mörderisch gefahren und ich glaube, der Brad Binder, das können wir uns dann eher anschauen, ich glaube, der ist Vierter geworden, oder? Vierter oder Fünfter, ich glaube Vierter. Also KTM ist auf alle Fälle tatsächlich in der Weltspitze angekommen und als Österreicher freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber und trotzdem, wenn der Marquez heute, wenn der gestürzt wäre, na, ich wäre zu Tode betrübt gewesen. Also zu Tode betrübt ist übertrieben, aber ich hätte sicher in die Couch reingebissen. Ich dachte, na, das gibt's ja nicht. Nein, aber so ist es nicht gewesen. Er hat es wirklich geschafft und irgendwann habe ich dann den Eindruck gehabt, der Marquez verwaltet das eh. Der verwaltet das eh, dann ist er Sekunden gewesen und unter Sekunden hat er es aber nicht werden lassen. Dann waren es eh nur mehr 5 Runden und dann war es eigentlich relativ klar, ja, das wird er packen. Der Marc Marquez wird das packen und ich meine, das war einfach wirklich wahnsinnig lässig. Und was man halt gesehen hat, das ist das Stichwort KTM, wie stark die jetzt sein. Da spiele ich euch das, warte mal, Race MotoGP. So, das machen wir klein. Das da hinten ist nicht wahnsinnig lässig, das ist gescheiter, es ist schwarz. So, und da sieht man halt, der Oliveira 1,6 Sekunden, also der hat in den letzten 2 Runden, hat er dann müssen nachlassen, hat er gesehen, es geht sich nicht aus. Und der Quartararo, der auch ein wirklich starkes Rennen gefahren ist, der ist immerhin schon 6,7 Sekunden hinten. Also das ist schon relativ viel. Also der Einzige, der mitfahren hat können mit dem Speed von Marquez, ist der Oliveira gewesen. Und der Oliveira ist halt am Anfang relativ, der ist halt aufgehalten worden. Ich weiß gar nicht, wo der weggestartet ist als Sechster und hat keinen wahnsinnig glücklichen Start gehabt wahrscheinlich. Und ist dann ein bisschen aufgehalten gewesen. Und sonst ist das aber der Einzige gewesen, der diese Rennpace vom Marquez mitgehen hätte können. Ja, der Brad Binder ist dann als Vierter reingefahren mit 8 Sekunden. Und der Francesco Bagnaia, der ist ja das ganze Rennen eigentlich nirgends gewesen. Der ist von ganz hinten gekommen. Der hat aber offensichtlich zum Schluss, ist er wirklich gut reingekommen, hat noch den Miller genommen und ist Fünfter geworden. Also Fünfter der Bagnaia, Sechster der Miller. Auch noch unterhalb von 10 Sekunden und der Aleix Espargaró, der ein wahnsinnig leibendes Rennen gefahren ist, der ist Siebter geworden mit 9,3 Sekunden Rückstand, das heißt die Band Ducatis hat er müssen ziehen lassen, aber der ist trotzdem wahnsinnig gut gefahren und der hat schon das Potenzial von Aprilia diesmal richtig aufgezeigt und ist ja auch in der ersten Startreihe gestanden, also war schon sehr, sehr leibend. Ja, ja und der Sarko war am Anfang wahnsinnig stark, ist wirklich gut gefahren.
Der ist aber dann, ich glaube, im Zuge dieser Regentropfen-Affäre, sage ich jetzt, ist der ein bisschen zurückgefallen und der ist dann eigentlich sukzessive, haben sie den ein bisschen durchgereicht, was mit dem war, weiß ich nicht ganz genau. Ja, und was auch arg ist, der Valentino Rossi ist 14. geworden und ist die zweitbeste Yamaha. Also das ist, weil es immer heißt, Honda hat sein großes Problem, da fährt nur der Marquez super. Das ist natürlich heute auch wieder so gewesen. Der Marquez hat gewonnen und der Pol Espargaró mit der zweiten Honda ist, glaube ich, 10. und hat 14 Sekunden Rückstand. Also für den Pol Espargaró ist das, glaube ich, nicht so leibend heute, weil einfach, also heuer, ja, weil ihm die KTMs fahren ihm um die Ohren. Das ist einfach so. Und da ist er weggegangen. Und die Hondas, ja, also Marquez ist vorn, der hat das jetzt wieder bockt und der wird jetzt in der nächsten Zeit wirklich sicher wieder viel stärker werden. Und bei Yamaha ist halt auch so, der Morbidelli und der Vinales, na, die haben 24 Sekunden aufbrennt gekriegt. Also insofern war der Rossi heute gar nicht so schlecht mit 22 Sekunden, aber 22 Sekunden ist schon wahnsinnig viel. Ist wirklich wahnsinnig viel. Also der Einzige, der mit dem Marquez mithalten noch kennen, war der Oliveira. So. Warte, die Kommentare, hau ich mir eine. Ich hau mir die Kommentare eine. Das schaue ich noch schnell. Und dann noch in den Weltmeisterschaftsstand. Was glaubst du in Assen, Zonko? Ja, Etienne, ich weiß nur, Assen nächste Woche und nachher ist die große Sommerpause. Da werde ich schauen, dass ich so ein Interview mit dem Herrn Berger zusammenbringe. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Marquez jetzt, nachdem er wieder gewonnen hat, wird er schon. Jetzt wird er, ja, jetzt wird das Selbstvertrauen wieder zurückkommen und die Maschine, das dürfte jetzt schon wieder so weit hinhauen, dass ihm das passt. Und warum die anderen nicht damit da fahren, ich weiß das nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist bei Yamaha ähnlich. Da fährt der Cattararo, ist eine Liga für sich und die anderen, no, haben es auch nicht so leicht. Hitzeschlacht. Hitzeschlacht. Ja. Harald, das stimmt auf keinen Fall. Das kann eigentlich nur an der Leistung liegen, wenn so gute Fahrer hinten nachfahren. Nein, das hat mit der Leistung hat das wirklich nichts zu tun. Das glaubt man, wenn man selber nicht wahnsinnig schnell fährt. Das hat wirklich, das tut mir jetzt leid, das war eine Spitze, aber du schluckst es eh. Aber es hat nichts mit der Leistung zu tun. Nichts. Im MotoGP, das sind so unfassbar feine Abstimmungen. Und weißt du, der kriegt irgendein Chattering ein ins Vorwerk. Oder er hat ein schlechtes Reifenmanagement. Der Sarko, beim Sarko wird es sicher so gewesen sein, dass da irgendwas mit den Reifen war. Und dann kann der einfach nicht mehr den vollen Druck auf den Asphalt bringen und fällt halt sukzessive dann zurück. Sky, 93 hat die Honda schon wieder auf seine alte Konfiguration von 19 umgebaut. Ja, offensichtlich ist notwendig gewesen. Und was irgendwie klar war, na, der Marquez, der bockt das nicht, wenn er da irgendwo hinten nachfährt. Egal, wie er benannt ist und was da war, na, das hält er dann nicht aus. Und dass jetzt dort am Sachsenring hingehaut hat, zum ersten Mal, das ist natürlich, das ist wirklich großartig und ich habe eine wahnsinnige Freude, muss ich sagen. Bei aller Objektivität eine wahnsinnige Freude, ja. Ja. Und jetzt schauen wir uns nur den Weltmeisterschaftsstand an. Also Weltmeisterschaft ist, das ist, warte, wie mache ich das? Das ist natürlich gegessen für einen Marquez heuer, aber an und für sich ist die schon, die ist wirklich spannend. Wo habe ich die? Race WM MotoGP. Da warte ich da mal weg. Race MotoGP. So. Der Cattararo, nachdem der Sarko so durchgereicht worden ist,
Weil der Sarko, der hat die Pole Position gehabt, der war wirklich stark. Und ist er in die ersten Runden stark gefahren, dann ist er leider zurückgereicht worden. Der ist jetzt halt schon, was sind das, 21 Punkte, na 22 Punkte hinterm Quartararo, das ist schon viel. Das ist wirklich viel. Und der Miller ist sogar schon 31 Punkte hinten. Ja, und der Bagnaia, der da so ausgeschaut hätte, dass da gar nichts geht, und der ist einfach im Laufe des Rennens immer besser in die Gänge gekommen, und der hat sich dann wertvolle Punkte geholt, und der ist eigentlich ein Punkt nur hinter Miller. Ja, aber na, das wird spannend. Und der Juan Mir mit Suzuki, denen ist heute nicht so gut gegangen, mit 85 Punkten, ist der wird nicht mehr Weltmeister, der Vinales mit 75 auf keinen Fall. Und der Oliveira kann aber noch, wenn der einen Lauf hat, kann der noch weiter aufkommen. Gewinnen wird das auch nicht mehr, nicht? Aber der kann durchaus noch weiter aufkommen. Und ich meine, es ist auf alle Fälle ein Wahnsinn, 7. und 8. sein KTM. Und jetzt kann man sich ganz sicher sein, die sind jetzt 7. und 8. und das ist eigentlich eine Sensation, aber für die nicht. Die werden sicher schon denken, naja, die ersten Rennen haben halt leider versaugt, aber eigentlich müsste man unter die ersten drei drinnen sein. Und das ist sicher das erklärte Ziel. Heuer wird sich das wahrscheinlich nicht ausgehen, wobei der Oliveira, dem traut man wahnsinnig viel zu. Ist ein irrsinnig guter Rennfahrer, unglaublich. Und die KTM, die muss super sein heuer. Die muss super sein. Ja. Dann der Aleix mit der Aprilia, immerhin 9. Und der Marc Marquez jetzt halt 10. Und beste Honda. Es ist schon... Natürlich ist es hart, aber es ist die Wahrheit. Ja, und der Paul Espargaró mit 35 Punkten 12. Und da kann man sich ganz sicher sein, dass ihn das ordentlich wurmt. So, jetzt schau ich noch, was ich da für Büdeln habe. Der Oliveira und der Espargaró. Also der Aleix, ja, das ist ein Wahnsinn. Der Aleix hat sich echt lang wirklich gewehrt, und beim Oliveira siehst du halt auch, na, da ist drinnen ein bisschen ein Platz, da fährt er eine volle Granate. Das ist einfach, das ist wirklich super. Dann haben wir, glaube ich, noch den Aleix mit Marquez. Ja, das ist das gewesen. Da hat wirklich der Aleix Espargaró auf der Aprilia hat geführt. Nicht? Aber hinten ist er schon gekommen. The King of the Sachsenring. Und dann haben wir, glaube ich, noch eins. Ja. Wo der Oliveira dann schon vorn Aleix ist. Und das sind einfach, ist wie gesagt, es sind Screenshots von der MotoGP.com-Übertragung. Aber unglaublich. Unglaublich, wie die Hunde dort reinfahren. Das ist wirklich ein Traum. So, und jetzt haben wir uns dort auf die Webcam. Jetzt glaube ich, jetzt bin ich so weit durch, habe ich da noch irgendetwas gehabt, was mir ganz wichtig gewesen wäre. Nein, ich glaube nicht. Nächste Woche kommt dann eh Assen. Ich schaue noch ein bisschen bei den Kommentare, wie wir da benannt sein. Ja, den Acosta, ich weiß, dass er gewonnen hat, Slowenien, aber von welchem Platz der gestartet ist, weiß ich nicht. Ja, Fink, Beindlein, Morbidelli, sehr traurig. Ja, es war eh traurig. Das stimmt, ja, aber schauen wir uns an, wie es in Assen wird, ja. 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 Ja, die Superbike-WM verfolge ich schon. Christoph Schneider, der Jonathan Rea holt meiner Meinung nach ganz sicher den 7. Titel, das ist ein Wahnsinn, wie der dort überlegen ist. Superbike Tratsch wäre auch klasse. Das ist so, das überfordert mich ein bisschen, so von meinem Zeitmanagement her. Und ich bin da auch nicht so ganz firm. Ich bin dort im MotoGP auch nicht firm. Da wisst ihr ja oft viel mehr wie ich. Aber in der Superbike WM wäre es noch dramatischer, glaube ich. Ja. 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 All My Stuff, das stimmt. Zonko, nächste Woche schon letzter Tratsch vor der langen Sommerpause, ja. Aber ich werde schauen, dass ich in dieser langen Sommerpause ein Gespräch mit Herrn Berger zusammenbringe. Und wer weiß, vielleicht erwische ich den Gustl auch. Dann gibt es das sowieso. Dann wird es richtig. Schau, der Etienne kennt sich aus. Platz 13 war der Acosta gestartet, ja. Bildhauer 89 war es das auch. Ja.
Herbert Leibner, hoffentlich hat Marc Márquez jetzt den Knopf aufgemacht und die Verletzungen hinter sich gelassen. Ja, du, oi. Warte, mir wird der Akku eingehen. Aber es ist eh wurscht, wir sind eh schon. Die halbe Stunde sind wir schon unterwegs. Aber dem Márquez ist sicher der Knopf wieder aufgegangen. Nur der ist ja nicht umsonst so überlegen gewesen. Der hat sich jetzt einfach wieder darum gekümmert, dass die reiben sofort, wie er das braucht. Und natürlich, wenn der irgendetwas sagt in der 100-Box und da laufen alle und machen das so, wie er es will. Und er weiß halt das, was er braucht, damit er da Vertrauen hat. Und andererseits ist es aber so gewesen, es sind diesmal da am Sachsenring über den Vorderrafen viel, viel weniger abgegangen wie da beim letzten Rennen. Da hat es ja, ja ausgekaut am Vorderrafen nach der Reihe. Und diesmal ist es nicht gewesen. Ja. Naja, Duan, Marke, es wirkte angeschlagen nach dem Rennen, der ist fertig gewesen mit der Welt. Der war wirklich. Und ich habe aber ganz super gefunden, dass er sich dort in dem Interview, also in dem Parc Fermé, da hat er sich echt zusammengerissen, hat er immer ein bisschen weggeschaut, dass er ja nicht platzen muss und hat dann eigentlich fast verhalten das kommentiert, obwohl es ihn innerlich ganz sicher ganz schwer zerrissen hat, weil es einfach. Ja. Ja, Etienne, das habe ich auch nur gelesen, dass der Valentino Rossi den Pedro Acosta holen will. Das habe ich auch nur gelesen, das kann ich mir aber durchaus vorstellen. Weil der Pedro Acosta, das ist ja der kommende Topstar und der Valentino Rossi, das wäre natürlich super, wenn der für einen Rossi fahren tät, der Acosta. Ja. Aber da geht es jetzt mittlerweile schon um eine Kohle. Den kriegst du nicht mehr umsonst. Na, leider nicht, super Denarist. Ich bin noch nie am Sachsenring gefahren, aber ich finde den Sachsenring wahnsinnig lässig und ich kenne ein paar, die gefahren sind. Also das ist was Großartiges und zuschauen tue ich wahnsinnig gern. Diese elendslangen Schräglagen ist ein Wahnsinn. Ja, und am Sachsenring, also wie noch Zuschauer zugelassen waren, waren immer Zuschauerrekorde. Ich glaube, da waren 215.000 oder so. Also nur ein bisschen mehr wie am Red Bull Ring. Ja, und am Red Bull Ring, das kann ich euch natürlich jetzt schon ans Herz legen, da wird es ja zwei Rennen geben nach der Sommerpause. Ich glaube, 8. August und das zweite am 15. August. Und dort, glaube ich, da sind schon komplett die Zuschauer zugelassen. Also da muss man dann vor Ort sein und sich das einmal reinziehen, weil es ist schade, das ist mörderisch, mörderisch, ja. Ja, Bernard Hosmoto, Sachsenring wäre ich gerne gefahren, langsam, endlose Kurven, praktisch keine Gerade. Heute habe ich mir das gedacht, bei einer Hausmotor, weil es heißt ja oft, der Sachsenring ist langsam, ja, aber sie fahren auch 300, bevor sie abbiegen. Und ich meine, das ist schon, also langsam, okay, irgendwo anders fahren sie 350, aber trotzdem, 3 Kilo, also wie gesagt, ich bin jetzt dort am Slowakia-Ring gefahren, ich weiß nicht, wie hoch ich aufgekommen bin, auf 260. Und wenn dann also ein E-Gang bremsen muss, aus dieser hohen Geschwindigkeit, also es ist schon brutal. Ja. Wirklich? Der Proberaum in der DDR waren 300.000 Zuschauer am Sachsenring. Ja, aber das war noch ein anderer, oder? Das war noch ein anderer. Du, bei uns hat es das auch gegeben früher. Da sind sie gekommen zum. Wird es geheißen, Speedway auf der Hohen Warte, was ganz normal gehabt, 150.000 Zuschauer. Ja, und bei den DDR-Rennen waren sicher wahnsinnig viele Leute, ja. Aber der Sachsenring ist ja neu gemacht, ich weiß nicht, wann sie den gemacht haben. Ja. Ja, Freunde, ich glaube, wir sind soweit durch. Also, für mich war es eine ganz, ganz große Erleichterung. Ich war wahnsinnig gefreut. Ich hab sogar so feuchte Augen habe ich gehabt. Und ich meine, Gott sei Dank ist zwar ein Wort, was ich nicht so oft verwende, aber ist ja egal. Ich war wirklich wahnsinnig glücklich, dass er wieder zurückgekommen ist, weil ich habe mir echt schon ein bisschen gedacht, na, wie.
Vielleicht, weißt du, du kannst, sicher hast du nicht sein können, dass der wieder ganz zurückkommt. Aber jetzt ist er ganz zurückgekommen und der Seriöse sagt sie, Marc Márquez wird noch als Sachse eingebürgert. Ist göttlich. Ja, Freunde, jetzt bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, und ich werde noch ein oranges Safterl trinken auf dem Marc Márquez und auf KTM, weil Bisteppert, die sind wirklich in der Spitze des MotoGP angekommen und der Marc Márquez ist wieder dort, wo er meiner Meinung nach hingehört. Jawohl. Ciao, Papa. Grüß euch. Ciao. Der Akkustand ist niedrig. Das haben wir souverän gemacht und dafür hat nichts gebrummt. War der Weltklasse, bitte ich. Warte. Stream B. Na, ist ja wurscht. Mach dich lächerlich, dass du das nicht einmal abschalten kannst.